Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein neues Popcorn-Time-Video für euch, in dem es um Serien geht. Denn wir alle kennen die Phasen, in denen es uns irgendwie nicht so gut geht. Entweder ist was Schlimmes passiert oder man hat Liebeskummer oder keine Ahnung was. Und da will man doch eigentlich nur Serien schauen, die einen aufbauen und nachdem es einem irgendwie besser geht. Und deshalb wollte ich euch heute meine ultimativen Feel-Good-Serien vorstellen. Also die Serien, nachdem es einem eigentlich wirklich nur gut gehen kann und man einfach gut gelaunt ist oder die einfach mega harmonisch sind und es einem einfach besser geht danach. Zuerst haben wir da die Serie Baby Daddy und das ist eine Sitcom, aber eine sehr, sehr witzige Sitcom. Denn es geht um Ben und Ben ist ein Junggeselle, er ist irgendwie so 20 oder so und wohnt in der Wohnung mit seinem Mitbewohner und ich glaube auch seinem Bruder, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall klingelt es plötzlich an der Tür und vor der Tür liegt ein Baby und dabei ist ein Brief, auf dem steht: Ciao, ich bin mal weg und das ist dein Baby, kümmere dich drum. Und er ist halt so: Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Dann sieht man eben so den Alltag von Ben und von seinen Freunden. Und eventuell kommt auch irgendwann ein Mädchen ins Spiel und seine Mutter ist dabei. Und seine Mutter ist einfach so witzig. Ich liebe Bonnie. Und man sieht eben, wie die versuchen, das Kind aufzuziehen. Und es ist einfach zum Schießen. Es ist so, so lustig. Ich glaube, man kann es auch momentan bei Prime anschauen. Aber es lohnt sich wirklich. Die nächste Serie ist Cougar Town und das ist auch eher eine lustige Serie, allerdings keine Sitcom. Es geht um Jules und Jules ist Anfang 40 und sie hat auch einen Sohn und der ist jetzt 18 oder 20, irgendwie sowas um den Dreh. Und sie denkt sich jetzt so: Okay, ganz ehrlich, das kann es nicht gewesen sein. Ich starte jetzt nochmal richtig durch und sie fängt an, ihr Leben wieder zu leben, als ob sie 20 ist. Und sie wird übrigens gespielt von Courtney Cox, also Monica aus Friends. Und sie macht das super gut. Und die ganzen Charaktere sind einfach so witzig. Und Leute, das ist eine der lustigsten Serien überhaupt. Und die wird so hart unterschätzt. Es ist einfach der Brüller. Ich kann nicht mehr. Die Serie ist so lustig. Und man bekommt einfach immer gute Laune davon. Dann habe ich natürlich die beste Sitcom aller Zeiten für euch. Denn da muss man bei jeder Episode lachen wie sonst was. Und zwar Friends. Das schaue ich auch immer, wenn es mir schlecht geht und ich irgendwie traurig bin oder schlechte Laune habe oder so. Und dann schaue ich einfach Friends und dann geht es mir wieder gut. Wer Friends nicht kennt, es geht um 6 Freunde, die wohnen in New York. Teilweise auch in WGs, teilweise auch nicht. Und dann gibt es natürlich so Pärchen untereinander, beziehungsweise dann auch wiederum nicht. Und dann kommen natürlich noch andere Personen ins Spiel und so. Man sieht eigentlich den Alltag von diesen 6 Freunden in New York. Und Jobs, Privatleben, Probleme und so weiter und so fort. Aber halt, es ist eine Sitcom, Leute. Es ist halt einfach so witzig. Also, wenn ihr Friends noch nicht gesehen haben solltet, dann aber mal schleunigst nachholen. Dann habe ich eine Serie, die eher harmonisch ist und wo es auch manchmal dramatischere Sachen zwar gibt, aber ich finde trotzdem, dass die nicht so überwiegen und dass es mehr so dieses harmonische Familiengefühl in der Serie gibt. Und zwar rede ich von Gilmore Girls. In Gilmore Girls geht es um Rory und um Lorelei. Das sind Mutter und Tochter. Die Mutter ist 32, die Tochter ist 16. Also ist der Altersunterschied nicht so mega groß. Deshalb sind sie auch beste Freundinnen. Sie wohnen in Stars Hollow. Das ist so ein ganz kleines, süßes Örtchen, Dorf, wie auch immer. Und dort gibt es natürlich auch ganz, ganz nette Dorfbewohner. Boah, Dorfbewohner hört sich irgendwie für mich immer an wie so Zwerge oder so. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt eine Kleinstadt und es ist einfach so eine coole Serie, weil man sieht eben so diesen Familienalltag von den beiden Mädels. Rory ist auch eine richtig schlaue. Das ist die Tochter, sie ist mega schlau und sie kommt dann auch an so eine Privatschule. Und dort kommen dann natürlich auch Jungs ins Spiel und Freunde und so weiter und so fort. Und Lorelei, die Mutter, die ist halt mega flippig und aufgedreht und so. Und deswegen, da ist schon so ein bisschen Kontrast da. Aber es ist einfach so eine herzensgute Serie. Es wird einem immer irgendwie warm ums Herz, wenn man die Serie schaut. Deshalb, wenn ihr was Harmonisches sucht, Gilmore Girls. Dann noch eine wirklich lustige Serie, die ich auch momentan schaue, ist Modern Family. Und Modern Family ist keine typische Sitcom- oder Comedy-Serie, denn dort ist es eben so, es ist eine Patchwork-Familie, also es sind irgendwie 4 Familien, die zusammengehören irgendwie. Es ist eine große Familie, aber die in eben verschiedenen Häusern wohnen und so weiter und so fort. Da ist es eben auch so, dass die Charaktere wie in so einer Reality-Serie auch manchmal einfach vor der Kamera stehen und zur Kamera reden und dann irgendwelche Kommentare abgeben, wie es gerade so läuft oder so und sich mega aufregen oder irgendwelche Kommentare abgeben. Und
Es ist einfach so lustig. Modern Family ist so eine der allerwitzigsten Serien überhaupt. Wenn man da nicht lacht, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich noch eine Sitcom für euch und zwar Sabrina total verhext. Und das ist ja eine Sitcom auch aus den 90ern und es geht um Sabrina und sie ist eine Halbhexe und sie wohnt mit ihren beiden Tanten und einem sprechenden Kater Salem. Salem Saberhagen ist mein Spirit Animal. Ich liebe ihn. Er ist mein Favorite von der ganzen Serie. Ich schaue die Serie eigentlich fast nur wegen ihm an, weil er der witzigste überhaupt ist. Und Sabrina wohnt eben dort und sie versucht ihr Highschool-Leben mit ihrem Hexenleben irgendwie zu vereinbaren, weil die normalen Menschen dürfen eben nicht wissen, dass sie eine Hexe ist. Und das ist manchmal ein bisschen schwieriger, als man denkt. Und es lohnt sich absolut, diese Serie zu schauen. Wenn ihr euch unschlüssig seid, ob ihr sowas cool findet, dann googelt einfach mal Salem Saberhagen und wenn euch die Bilder gefallen, die ihr seht, dann schaut euch die Serie an. Salem ist mein Held. Und dann eine Serie, die auch super komisch ist, wie eigentlich jede Serie, die ich jetzt genannt habe fast, Scrubs. Wer Scrubs nicht kennt, der lebt, glaube ich, auch so ein bisschen hinterm Mond, denn Scrubs ist auch eine der Sitcoms überhaupt. Es geht um JD und um Turk und um ganz viele Assistenzärzte, die ihre Ausbildung im Krankenhaus anfangen. Also im Prinzip wie Grey's Anatomy, nur als Sitcom. So kann man sich es ungefähr vorstellen. Die Charaktere sind zum Schießen. Ich liebe Dr. Cox so sehr und oh, alle. Bob Kelso, alle. Es ist, oh, und JD und Rowdy. Ich liebe Rowdy. Schaut euch bitte Scrubs an. Ihr werdet es nicht bereuen. Das sind so die Serien, die ich schaue, wenn ich irgendwie traurig bin oder schlechte Laune habe. Klar, da kommen dann natürlich noch meine absoluten Lieblingsserien dazu. Aber das ist natürlich immer sehr subjektiv. Und ich finde, dass die Serien, die ich genannt habe, einfach für gute Laune sorgen und für ein Wohlbefinden und einen irgendwie aufmuntern. Und deshalb habe ich jetzt mal die genannt und jetzt nicht so die üblichen Lieblingsserien von mir. Schreibt mir jetzt mal unbedingt in die Kommentare, welche Serien ihr anschaut, wenn ihr traurig seid oder wenn ihr schlechte Laune habt oder wenn ihr einfach ein bisschen Aufmunterung braucht, denn dann können wir uns unten austauschen und vielleicht finden dann noch andere Leute andere Serien und dann geht es uns allen hoffentlich sehr gut. Abonniert diesen Kanal sehr, sehr gerne für regelmäßige Videos zu Serien, zu Filmen und zu Büchern und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Folgt mir gerne auf Instagram, da bin ich sehr aktiv und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!